So, und herzlich willkommen zurück. Bevor es aber jetzt großartig weitergeht, will ich nochmal zurück zum Schattenwald. Da wurde mir ein Tipp gegeben. Die Antwort kam erstaunlicherweise schnell. Ich weiß nicht ganz, was der Schattendingsbums macht. Man munkelt, dass der schwarze Stein den Bluthaushalt der Gruppe erhöht. Okay, der Schattenschrein ist im Schattenwald. Wenn man auf die erste Map vom Schattenwald ist, muss man nach rechts gehen. Okay. Das ist eine Höhle bzw. eine Mine. So, hier hin, dann nach rechts in die zweite Map. Alles klar. Oh, komm schon. Okay, wenn man auf der ersten Map vom Schattenwald ist, muss man nach rechts gehen, dann kommt man auf die zweite Map vom Schattenwald und da ist der Eingang hinter einem Baum. Okay, ist die erste Map vom Schattenwald. Der Eingang hinter einem Baum. Nur mal genau nachgucken. Okay, so. Ich war mit meinem ersten Gedanken schon einigermaßen richtig, aber nicht ganz. Und zwar nicht diese Höhle, sondern hier weiter runter. Da geht's dann nach rechts, okay. Und hier ist dann der Schattenschrein. Schrein der Schatten. Ja, geil. Das ging aber schnell. Hier ist ein großes Loch. Kurze Frage, wozu der da ist. So, Walne hat Blut von 501. 501 merken wir uns mal. So, ich muss mit den Stein runter. Okay. Blutkapazität alle um 5 gestiegen. Ja, geil. Geil. Haha, nice one. Wunderbar. Super. Ich will jetzt hier nochmal als Fledermaus langlaufen, dass ich nicht so viele... So, das kurzer Funfact am Rande. War cool. Doch, kann man mal schnell machen. Jo, das passt eigentlich. So, dann müssen wir aber wieder zurück auf den Eiskontinent. Wir können natürlich hier noch ein bisschen rumeiern, um zu gucken, was wir so finden. Ah, eine Eishöhle. Was haben wir denn hier? Ich bleibe einfach als Fledermaus. Eisstaub, okay. Aber ich glaube, so stark ist die Höhle jetzt. Oh, Eiszombies. Ich meine, gut, so eine volle Mumienzombie. Boah, ist das eklig. Walna kann nichts mehr sehen und ist stumm. War so klar. Oh, ernsthaft.
Oh, das ist so ein Angriff, der alle angreift. Boah. Ich weiß nicht. Boah, starke Seelen. Ah, zum Glück hält sich der Status nach jedem Kampf. So, Asuka noch ein kritischer Treffer, dann ist der Case. Egal. Ich glaube, der Eiskontinent ist dann doch ziemlich stark. Ja. Aber dann haben wir die Höhle auch schon mal erkundet. Liegt es daran, dass das die Eishöhle ist? Oder ist es generell hier ein bisschen dunkler? Magierin? Ich weiß nicht, ob der Eisdämon Blut zum Saugen hat. Ich bin mir nicht ganz sicher. Na, 30, das ist in Ordnung. Alter Schwede! Ich glaube, hier sollte ich mit der Lane doch mit Zauber arbeiten. Alter Verwalter! Hier kriegt man doch gut was ab. Ich bin froh, dass ich mit dem Fledermausmantel hier reingekommen bin. Den werde ich auch beibehalten. Nein, kein Eisregen. Ja, bleibt einfach. So, mit Level 45 kann ich den Jungs und dem Mädchen einen neuen Zauber beibringen. Bin ich mal gespannt. Ich glaube, Max-Level war 50. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, da gibt es, glaube ich, die letzten Zauber. Finde ich... Ich meine es. Ich bin mir, wie gesagt, nicht ganz sicher. Valna, du bleibst mal wie immer eine Fledermaus. Ist eine kleine Höhle, aber dafür eine sehr starke. Muss ich gestehen. Lichtexplosion, Angriff und Flammen. Nein! Was habe ich denn da jetzt für Zauber gemacht? Nein! Gut. Der Dämon, den interessiert das Licht gar nicht. Oh, ja, Lane war am Blutsaugen. Na gut, ist in Ordnung, kann man auch machen. Dann habe ich wenigstens nichts verschleudert. Aber ich krieg doch ordentlich auf die Backen. Ja, die Dämonen sind natürlich ziemlich stark. Was Lichtmagie angeht. Ist halt die Frage, ob das jetzt auch, ob die generell gegen Magie ziemlich unanfällig sind oder ob sie generell einfach ziemlich stark sind. Also generell gegen Magie ein bisschen unanfälliger sind oder ob, naja, hohe Resistenz gegen Lichtzauber, dafür stark gegen, sehr schwach gegen Schattenzauber. Ich bin mir nicht ganz sicher. Angriff und Flammenmeer. Ich weiß gar nicht, ob die Elaine noch einen stärkeren Feuerzauber hat als Flammenregen. Ich glaube, Meteorenregen. Ich bin mir... Oh, was haben wir denn hier? Feuerregen, Explosion, groß... Ja, ich meine, die Elaine hat noch Meteorenregen. Der ist riesenstark. Und ich glaube, jetzt habe ich gerade den Zauber ein bisschen Overkill. Ja, gehe ich nochmal nach oben in der Hoffnung, dass ich da noch irgendwas finde. Ansonsten Angriff. Warte mal, normaler heiliger Sturm und
Johannes Flammenmeer kann man machen. Das muss eigentlich für die Zombies ausreichen. Dass die Zombies gegen Lichtmagie empfindlich sind, ist klar. So, was habe ich denn hier? Seelensteine voll. Normale Seele auch voll. Das bedeutet, ja, starke Seelen kann ich noch ein paar sammeln. Aber ich meine, hier oben war ich schon. Ich bin mir selbst nicht ganz sicher. So, lassen wir die Lane nochmal nuckeln. Oh, es ist so eine Last mit dem Zombie. Ernsthaft. Dieser Kack-Zombie, ey, der muss natürlich alles nochmal machen. Blind und stumm. Oh, es ist wirklich eklig. Stumm, wenn du blind bist, machst du halt eher Zauber, weil du, was weiß ich, die Auto-Hits so gut wie kaum treffen. Aber dann, Dingsbums. Und dann auch noch stumm an. Oh, das ist wirklich ein richtig ekelhafter Debuff. Hat die Elaine irgendwie einen Schutzring? Blind, stumm und starre Zauber. Geil. So, Magiergürtel, 30 Initiative. Ich weiß nicht, ob ich den noch brauche. Ich behalte den mal, sicherheitshalber. Man weiß ja nie. Hier war ich noch nicht. Ein Geist! Geil, hat sich doch gelohnt. Jetzt keine Freunde, jemanden Kräfte verleihen. Ich bin müde, nehme meine Kräfte. Na schön, alles klar, danke. So, Skelettmagierbeschwörung. Ja, super. Die Beschwörung, die ich so gut wie nie benutze. So, da fackel ich nicht. Heiliger Sturm, Angriff und Flammenmeer. Dann ist der Kies gegessen. Hier gibt es sonst nichts. Okay. Gibt es hier vielleicht noch irgendwas? Nö, das sieht alles so aus, als gäbe es da. Ich habe jetzt nur, bin jetzt nur geradeaus nach unten und nach links gegangen. Also von der Sichtperspektive. Es ist wirklich so eine Last, wenn so ein Kackzombie anfängt zu spucken und alle Betroffenen, okay. Nee, warte mal. Nee, da gibt's nichts, okay. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. So, dann kann ich eigentlich jetzt hier rausgehen. Ich will nicht fliehen. Ich werde aus keinem Kampf fliehen. Allein triffst du mal. Ja, Asker mit seinen Eiszaubern brauche ich hier gar nicht erst antanzen lassen. Weil der einfach hier keinen Dingsbums hat. Ich glaube nicht, dass der groß Schaden hier austeilt. Ich muss den Blutvorrat der Gruppe mal wieder auffrischen. Sturm, Angriff und Flammenmeer. Bevor die Elaine jetzt rasen wird, kriegt die von mir noch ein Blut dran. Oder ein paar Blutfläschchen. Ich weiß noch nicht ganz. Muss mal gucken, was ich noch im Inventar habe. Und ja, das habe ich mir nämlich gedacht. So, Blutelixier. Bluttrank. Ja, nee. Dann muss ich nur mal noch Melsan und ein bisschen auffrischen. Ja, nur. Hä, warum gibt's denn hier kein Geheimgang? Das verstehe ich nicht. Zumal es hier auch keine. Nein, nicht Blutsaugen. Flammenmeer. Komm, Alain, mach mal schön Aua. Mach den Jungs mal Feuer unterm Arsch.
Yo. Weißt du, jetzt wo die Elaine die schon schön angeschwächt hat, jetzt müssen die Jungs alle ihren kritischen Schaden raushauen. Oh, die Dame macht starke Feuerzauber. Das können wir nicht miteinander auf uns sitzen lassen. Da müssen wir aber jetzt extra fest zuschlagen. Oh Mann, Jungs, was macht ihr denn da? Warte mal, das passt doch eigentlich perfekt. Blutsaugen, Angriff, Blutsaugen. Ist jetzt nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber was wir haben, Hammer. Ja, kann man so lassen. Warum machst du denn auf einmal so viel Crit-Schaden? Das verstehe ich jetzt selbst nicht so ganz. Na gut, die Höhle auf jeden Fall. Ich kann mich noch dran erinnern, als ich die zum ersten Mal betreten habe, habe ich mir gedacht, what the fuck? Also war schon stark. Ich war da nicht so overlevel, nicht so gut ausgerüstet. Von daher. Jo. Ansonsten gibt es hier noch irgendwas zu finden vielleicht. Hier gibt es einen kleinen See. Ansonsten sehe ich jetzt nichts. Ja, im Wald gibt es bestimmt noch irgendwas. Aber ich will jetzt auch nicht alles. Noch eine Höhle. Die hört sich doch schon ganz anders an. Was? Was ist das denn? Cockatrice. What? Eben die Höhle war so stark und das. Es. What? Das hört sich so von der Musik an, als wenn es wirklich eine Storyhöhle wäre. Also würde es hier echt storymäßig weitergehen. So, Lane. Kannst du mir nicht. Oh, immerhin 20 Blut. Warum ist die Höhle? Die Höhle war so stark und die Höhle ist jetzt so schwach. Na gut. Eisstaub. Ja, ist jetzt auch nicht unbedingt so extrem krass. Aber die Höhle ist dafür irgendwie verzwickter. Habe ich so das Gefühl. Oh, weiße Fledermaus. Warte mal. Ich glaube aber nicht, dass sie was zu trinken haben. Ich glaube nicht. Aber wenn die sowieso so schwach sind, dann glaube ich nicht, dass sie großartig Damage machen oder irgendwas nervt. Oh, doch. Okay. Gut. Nee, ich hätte jetzt echt gedacht, dass die Fledermäuse nichts, also kein Blut zum Trinken haben. Aber na gut. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, die Höhle ist ganz schön verzwickt. Labyrinthmäßig, aber. Eine Lebensrune. Ich glaube nicht, dass der Wallner Blut braucht. Wo man weiß es nicht. Man munkelt nur. Ist egal. Nein, hallo, die machen gar nichts. So, jetzt will ich aber mal gucken, ob der Aska voll ist, aber ich meine schon. Ja, die sind alle voll. Okay, dann kann ich jetzt retarded angreifen. Ich muss jetzt auch nicht als Fledermaus hier rumlaufen, weil die Gegner jetzt nicht so stark sind. Sind zwar ein bisschen nervig, das stimmt, aber muss nicht unbedingt sein. Von daher passt das ganz gut. Oh, noch was zu trinken. Eieiei. Drück jetzt mal keinen Knopf. Das ist der normale Speed. Wenn du den. Es gibt ja einen Bestätigungsknopf und einen Zurück-Button sozusagen. Ich nenne es mal A- und B-Knopf. Wenn du den Zurück-Button drückst, kannst du pausieren. Und dir das alles in Ruhe angucken. Wenn du den Bestätigungsknopf drückst, kannst du die Kämpfe ein bisschen beschleunigen. Und das war jetzt gerade mal. Ich drücke gerade keinen Knopf. Von daher, jo. Super. Hehe.
mystischen Ring gefunden. Lebensrune, natürlich, ihr wisst's doch. Mystischer Ring, wo haben wir den denn? Hier. Erhöht die Elementabwehr. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Obwohl ich sagen muss, ich glaube nicht, dass ich jetzt noch großartig Elementprobleme kriege. Von daher. Aber hier war ich noch nicht. Ah, ich hätte darauf achten müssen. Ich hätte am Anfang doch Blick der Geister nehmen sollen. In diesem Spielstand. Ich meine, in dem ersten Spielstand habe ich das gemacht, genau aus diesem Grund. Weil mit dem Blick der Geister kannst du halt sämtliche Geheimgänge sehen. Für eine Zeit lang. Man muss nicht alles permanent absuchen. Das habe ich natürlich in dem Spielstand, dumm wie ich bin, total vergessen. Kannst natürlich später, wenn du das Spiel einmal durchgespielt hast, Neues Spiel Plus machen. Dann hast du die gleichen Zauber sozusagen. Hast das gleiche Level, die gleichen Erfahrungen etc. etc. Und kannst dann genau die andere Seite der Zauber erlernen. So dass du irgendwann bei Asuka und Elaine ist es halt so, dass du dann im dritten Run wirklich alle Zauber erlernen kannst. Bei Valna, der braucht mindestens beide, weil du musst ja halt, kannst ja immer so auswählen, welchen Zauber du auf der fünften oder zehnten Stufe erlernen möchtest. Und natürlich, wenn du halt neues Spiel Plus machst, kannst du das alles von Anfang an direkt durchziehen, weil du startest ja damit Level, keine Ahnung, 50 oder 100, was weiß ich, je nachdem Max-Level oder so. Und diesbezüglich kannst du dann auch direkt beim ersten Mal, wenn du dann in dieses Magie-Dingsbums gehst, sämtliche Zauber dann entweder nochmal lernen, so dass die dann halt irgendwie nichtig sind, oder aber du lernst natürlich die Gegenseite. Wenn jetzt zum Beispiel Valna hier links Lichtball oder so lernt und als Schattenmagie diesbezüglich dann den Schattenball fallen lässt, kannst du dann natürlich auch den Schattenball lernen. Und dann kann Valna halt im zweiten Durchgang Licht und Schattenball, so ist das gemeint. Aber ich finde so beim zweiten Mal durchspielen, das ist zwar eine nette Funktion, vor allem wenn man alle Enden herausfinden will. Bin mal gespannt, was für ein Ende wir diesmal kriegen. Ich versuche immer so einen guten, einigermaßen guten Vampir zu spielen. Das habe ich ja von Witcher 3 auch gedacht und habe dann ein richtig Mindfuck-Ende gehabt. Wo ich mir gedacht habe, fick doch die Henne. Von daher bin ich mal gespannt. Gibt es natürlich, ich glaube, 6 verschiedene Enden hat das Spiel. Von sehr gut bis sehr, sehr böse und ach, was weiß ich. Aber ich glaube, ich habe immer den guten genommen. Aber da würde ich gerne nochmal darauf eingehen, wenn es soweit ist, ohne zu spoilern. Von daher, ja, passt das. So, was gibt's denn hier oben noch? Lohnt sich das überhaupt? Oder habe ich das schon alles? Talisman. Ja, wir haben ja schon einen gefunden. Also wie gesagt, wenn man dringend einen Talisman für die Pharao, nicht für die Pharao, sondern für die Dingsbums, für das Mädchen im Dingsbums sucht, in der Wüste, glaube ich, war das, dann findet man hier noch rein. Aber ich müsste jetzt mindestens 3 Stück haben, also. Oder war das, woanders? War das bei den Holzfällern? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, bei den Holzfällern gab es einen Faddy, der seine Tochter auf Reisen schickt und ihr einen Talisman geben will. Für den müssen wir den Talisman suchen. Na gut, ich wollte eigentlich die Eisstadt in diesem Dingsbums machen, aber dann haue ich halt die Eishöhlen raus. Von daher. Ansonsten.
ansonsten gibt es hier eigentlich nicht viel. Ich meine, hier gäbe es noch irgendwo, gab es hier noch was richtig Geiles. Muss ich aber mal gucken, wo es dann ist. Ich will jetzt auch euch stundenlange suchen, ersparen. Will es nicht mit ins nächste Jahr mitnehmen, weil ich irgendwie permanent hier am Rumeiern bin. Von daher gucken wir mal. So. Bis dann. Also dann würde ich sagen, macht's gut, Leute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und dann weiß ich nicht, ob ich schon die Dingsbums machen will. Oh, scheiß Lineal. Ah, ich räume meinen gesamten Schreibtisch hier ab. Gucke ich einfach nochmal, ob ich jetzt beim nächsten Mal schon die Stadt besuchen will oder ob ich noch ein paar Geheimnisse auf dem Kontinent raussuche. Bis dahin, macht's gut, Leute. Ciao.